Moin Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ultra Sonne. Ja, im letzten Part haben wir die Trainerschule absolviert und ja, ich hoffe, dass dieses Tutorial in Anführungszeichen jetzt endlich mal zu Ende ist, dass wir die Stadt erkunden können und ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass es weitergeht. Mir war so, als würde hinter der Wand etwas lauern. Also habe ich instinktiv zu einem Karateschlag ausgeholt. Warum gerade so zu einem Karateschlag? Na, weil der so eine hohe Volltrefferquote hat. Hm? Wen sehe ich denn da? Das ist doch Torti! Ich habe dich sofort an deinem Gang erkannt. Na, was sagst du? Hauroli ist super, oder? Alola ist toll, stimmt? Wenn ich mal ein bisschen erkunden würde, dürfte, dann ja. Oh. Hey Torti, komm mit, ich will dir was Tolles zeigen. Hey, stimmt es, dass man hier etwas Tolles bekommt, wenn man ein Rotom-Pokédex hat? Das hat sich aber schnell herumgesprochen. Der Rotom-Pokédex ist zwar noch nicht sehr weit verbreitet, aber wir haben schon eine Erweiterung für ihn im Angebot. Den Pokémon-Sucher. Hier, bitte sehr. Ich bin gleich wieder da, einen Moment. So, hab mal nur kurz was übergezogen. Das ist ja Wahnsinn. Ein Pokémon-Sucher. Ist das nicht toll, Torti? Und was ist ein Pokémon-Sucher? Mit dem Pokémon-Sucher kannst du Fotos von Pokémon machen. Rotom gibt dir Bescheid, wenn du irgendwo hinkommst, wo du Fotos aufnehmen kannst. Lass mich dir aus der Bedienungsanleitung vorlesen. Berühre Rotom und drücke R. Der Rotom-Pokédex ist echt eine tolle Sache, oder? Es ist zwar kein Pokémon, aber er steht dir trotzdem zur Seite, Torti. Nee, Moment mal, in ihm steckt ja ein Rotom, dann ist er ja doch ein Pokémon, oder? Ach ja, ist auch egal. Oh, den letzten Satz konnte ich nicht mehr lesen. Mit dem Pokémon-Sucher fotografierte Pokémon sehen auf den Bildern einfach total süß aus. Dankeschön. Auf Mele Mele, oder genauer gesagt in Mele Mele Blumeer, soll es eigenartige Vogel-Pokémon geben. Aber ich glaube, erinnere ich mich dunkel dran. So, du bist es, zweifelsohne. Du bist ein Trainer mit dem richtigen Gespür für Pokémon. Ich habe lange nach jemandem wie dir gesucht, in der Hoffnung, etwas zu bekommen. Hast du einen Moment Zeit? Leider nicht, nein, danke. So, wie bedauerlich. Den Karat-Hügel dürfen leider nur Bewohner der Insel betreten. Ich frage mich, was da wohl für Pokémon leben. Torti, Tali, wie war es bei der Touristeninformation? Der Rotom-Pokédex hat eine neue Funktion bekommen. Er kann jetzt Fotos machen. Wirklich beeindruckend, dieses Rotom. Ja, moin. Nanu? Ah, was war das denn? Komm, Torti, ich zeig dir einen Laden, in dem es total leckere Sachen gibt. Vielleicht möchte Rotom, dass du ein paar Fotos mit ihm machst. Wie dem auch sei, ich werde mich ein wenig in der Boutique umschauen. Tagtrainer, was hast du denn da Schönes? Das ist ja ein Pokémon-Sucher. Kannst du damit auch umgehen? Wenn ja, verrate ich dir etwas. An dem Loch in der Mauer hier kannst du Fotos machen. Siehst du, Rotom reagiert darauf. Los, berühre es mal selbst. Probier es mal selbst. Nein. Ah, wir müssen das. Ich bin immer noch im Tutorial. Ach. Thank you.
Ja, ich bin sicher. Es ist immer eine Freude, wenn mein Pokémon von vorn und möglichst groß ins Bild bekommt. Schießt einfach so viele Fotos mit dem Pokesucher. Übung macht den Meister. Darf ich jetzt endlich wieder gehen? Dankeschön. Hier waren wir schon, oder? Muss ich selber erstmal schauen. Ja, hier waren wir. Oh, da glitzert irgendwas. Hallo Torti, dürfte ich dich etwas fragen? Suchst du dir eigentlich selbst die Kleidung aus? Nein, nach Mama. Dann hat deine Mutter einen guten Geschmack. Ich finde, du bist sehr stilgekleidet. Ich trage immer nur die Kleidung, die meine Mutter für mich ausgesucht hat. Daher weiß ich auch nicht so recht, welche Sachen mir überhaupt stehen. Ach übrigens, Torti, schau mal, was ich vorhin in der Boutique erhalten habe. Warum hatte ich den Laden betreten? Hat man mir einfach so diesen Artikel überreicht? Allem anscheinend nach war ich der 99.999. Kunde der Boutique. Da habe ich aber so etwas ähnliches bereits besitze, würde ich es gern dir überlassen. Ein Linsen-Etui. Jetzt habe ich... Ja, jetzt haben wir ja etwas gemeinsam, nicht wahr, Totti? Ja, da liegt schon was. Oh, ein Pantimimi. Weiterentwicklung müsste Pantimos sein. Oh, wir sind fast Level 13. Na gut, das nehmen wir doch mit. Blattwerk! Ich hoffe, dass wir in diesem Part die ganze Stadt erkunden können und dass wir das alles soweit schaffen. Ah, beende es mit dem Schnabel. Jawohl. Jetzt sind wir erstmal Level 13. Beutel. Trank. So. Ah, hier geht's auf die andere Seite, ich verstehe. Ein Wingull. Ah, okay, hier kommen wir noch nicht lang. Wäre es nicht toll, wenn man seine Kleidung auf seine Pokémon abstimmen könnte? Wusstest du schon, dass jede Boutique ein ganz eigenes Warenangebot hat? Da fragt man sich doch, was es auf den Nachbarinseln so alles zu kaufen gibt. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du dein Outfit zusammenstellen sollst, kombiniere doch erstmal ähnliche Farben. Damit bist du auf der sicheren Seite. Alola. Egal, was dir die Frisur oder dir als Frisur oder Haarfarbe auch vorschwebt, wir gehen hier ganz auf deine Wünsche ein. Na, ich bin zufrieden mit meinen Haaren.
bist auf Inselwanderschaften. Wie lange dauert es dann noch, bis die Arbeiten am Einkaufszentrum abgeschlossen sind? Mein Geldbeutel wird schon ungeduldig. Ich will endlich hemmungslos shoppen gehen. Je länger ein Pokémon mit seinem Trainer herumreist, desto stärker wird seine Freundschaft zu ihm. Ist wieder ein Pokécenter. Schön. Hallöchen, ich bin's wieder, Captain Illima. Wie du siehst, bringe ich hier gerade einen wunderschönen Sticker an. Du hast richtig gehört. Trainer, die eine Inselwanderschaftsabzeichen haben, können diese Sticker auf ihrer Reise abziehen und sammeln. So kommen sie nicht vom Weg ab. Man könnte also sagen, dass sie ihnen bei der Inselwanderschaft helfen. Doch ich muss auf der Hut sein. Einige tun nicht gute, die sich Team School nennen und offensichtlich zu viel Freizeit haben, machen nämlich Trainern auf Inselwanderschaft das Leben schwer, indem sie die Sticker mitgehen lassen. Wo wir schon bei dem Thema sind, Team School sorgt offenbar gerade hier in der Gegend für Unruhe. Ich sollte besser mal nachsehen. Also bis dann, Todd. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, diese sogenannten Herrscher-Sticker aufzuspüren, abzuziehen und deiner Sammlung hinzuzufügen. Gab es ja auch schon im Pokémon Mond? Ich weiß es nicht. Du bist auf der Inselwanderschaft, stimmt's? So eine Reise will gut vorbereitet sein. Hier, vielleicht hilft dir das ja. Ah, ein Heilball. Dankeschön. Ja, weiß ich doch. Erstmal ins Pokécenter. Hallo Schwester Joy, eine Rundumheilung bitte. Dankeschön. Man kann Statusprobleme wie Vergiftung auch heilen, indem man eine Pokepause einlegt und das betroffene Pokémon mit Medizin anreibt. So eine Pause wirkt Wunder. Du bist doch ein Trainer, oder? Die Sache ist die. Ich hätte da mal eine kleine Bitte. Würdest du mich kurz anhören? Nein? Meistens ist irgendwas, was Zeit frisst und die haben wir nicht. Ich will das Let's Play-Projekt schnell durchspielen. Ach, wie war es dann noch im Pokémon Mond? Die habe ich, glaube ich, auch übersprungen. Die ganzen Dudes. Hey du, weißt du, was Herrscher-Pokémon sind? Sobald du eine Prüfung ablegst, wirst du erfahren, was Herrscher-Pokémon sind. Roserade-Tee. Stratos-Eis. Brauchen wir noch ein paar Tränke, ne? Gegengift. Auch nochmal 3 Stück. Paraheiler, nehmen wir auch mal 2 Stück mit. Aufwecker. Aber ist auch im Repertoire. Ah, komm, ein Feuerheiler reicht. Repertoire oder Repertoire? Keine Ahnung. So, Eisheiler, Fluchtseil nehmen wir auch mit. Dö, dö, dö.
bin ich noch gleich. Achso, ja genau, ich bin da. Hast du jetzt schon der Attackenverlerner? Alles klar. Soll ich dir etwas Tolles verraten? Wenn du eine Attacke denselben Typ hat wie das Pokémon, dann, dass sie einsetzt, erhöht sich der Schaden, den sie anrichtet. Hatten wir, glaube ich, schon in einer Trainerschule. Haben wir hier schon? Nein. Beleber? Ein Käufer? Jetzt schon ein Käufer? Wahnsinn. Das Pokémon bringt eine Menge EP. Blattwerk. Ja, unser Init ist sehr, sehr schlecht. Ich will dieses Pokémon besiegen. Aber Käufer hat doch eigentlich eine Vorentwicklung. Im Normalfall. Level 8 oder irre ich mich? Hat es keine Vorentwicklung? Eigentlich schon. Hm. Ah, ich muss Bowser einmal kurz auswechseln. Ja. Auf geht's, Magnetilo. Nicht so schlimm, weil wir eh speziell angreifen. Donnerwelle! Damit es ja mit dem Sandwirbel sein lässt. So. Donnerschock! Magnetilo gleich geben. Ja. Jawohl. Vielleicht mal Level 8. Flauschige Pokémon zu streicheln. Das fühlt sich so gut an. Am tollsten finde ich es, dass sich Pokémon, denen man öfter mal eine Pokepause gönnt, im Kampf voll reinhängen und sich selbst von Statusproblemen wie Vergiftung befreien können. Ah, okay, kurz ein bisschen. Von hier. Aber ich laufe einfach mal so auf fremde Grundstücke. Nicht durchlaufen kann. Liebe Entwickler, ist sowas von klar. Wenn ein Pokémon an einer Statusproblem wie Vergiftung leidet, kann man eine Pokepause einlegen, um es zu heilen. Du bist auf Inselwanderschaften. Ah, das ist so ein Standard-NPC. Bei uns wächst selbst in der Stadt hohes Gras. Das fördert das Zusammenleben mit Pokémon. Die Zäune um das Gras herum werden von Captain Elimar und seinen Farbigeln in Schuss gehalten. Ja, habe ich gelesen. Ja, ja, unser Captain ist eben sehr auf Details bedacht.
Hey, Torti, das ist der Laden, den ich dir zeigen wollte. Hier gibt's super leckere Kekse. Ja. Soll dein Team erfolgreich sein, dann kauf Malasadas ein. Nur ein Häppchen davon und dich liebt jedes Pokémon. Wenn dir etwas an deinem Pokémon liegt, musst du ihnen einfach ein paar Malasadas kaufen. Jo, jo, jo. Team School Art zu begrüßen ist nicht zu begrüßen. Ah, die kennen wir. Fette Inselwanderschaftsabzeichen habt ihr da. Lasst die mal ganz schnell rüberwachsen. Ah, ihr seid also Team School, oder? Ihr macht nichts anderes als Herrscherstecker abzuziehen. Leuten ihren Pokémon zu stehlen und sie bei ihrer Inselwanderschaft zu stören. Na und, wir hassen die Inselwanderschaft und jeden Inselwanderschaftswanderer. Oder wie auch immer. Ihr verliert euch nicht. Los, die machen wir platt. Denen wird richtig fett der Schädel brummen. Torti, Team School wird uns echt die Inselwanderschaft vermiesen. Die verdienen eine Abreibung. Ist jetzt ein Doppelkampf? Ah, okay, ich habe sie eben angesprochen und da ging es nicht. Na gut, unser erster Kampf gegen Team School. Level 9. Wir bleiben bei Schnabel. Zum Glück, dass wir zumindest schneller sind, weil wenn du Erstauner in der ersten Runde einsetzt, schreckt das Pokémon zurück. Finde ich nicht gut. Magnetilo Level 10, schön. Du hast mir gezeigt, was für ein Pro du im Umgang mit Pokémon bist. Hey Bro, tun wir so, als wäre das hier nie passiert. Lass uns lieber eine Piege machen. Eure blöden Inselwanderschaftsabzeichen brauchen wir eh nicht. Die wollen wir nicht mal geschenkt haben. Alles klar. Team School hat wohl zu viel Freizeit. Nur weil sie ihre Inselwanderschaft nicht geschafft haben, stören sie jeden anderen. Ich war schon am Hafen und habe alles ins Meer hinausgebrüllt, was mir auf dem Herzen lag. Opi, ich werde dich besiegen, selbst wenn du alles gibst. Als nächstes sollte ich mir vielleicht ein paar Herrschersticker schnappen. Also dann, man sieht sich. Was für ein netter Kampf gegen Team School. Gut gemacht. Und deine Pokémon natürlich auch. Als Zeichen meines Dankes werde ich sie für dich heilen. Wunderschön. Als ich dich und dein Pokémon-Team in der Trainerschule gesehen habe, wurde mein Interesse geweckt. Erst bringt dich Professor Kukui persönlich dorthin und dann gewinnst du auch noch problemlos gegen die Lehrerin. Jetzt musst du mir nur noch beweisen, dass du geeignet bist, dich meiner Prüfung zu stellen. Was sagst du? Fühlst du dich mir gewachsen? Ja, natürlich. Dann präsentiere ich dir voller Stolz die Pokémon von Captain Illimar. Okay. Sollten wir eigentlich schaffen. Zwei Pokémon. Hat er oder sie? Ich glaube, das ist ein R, ne? Er ist ein bisschen feminin. Weil Captain Illimar könnte sowohl männlich als auch weiblich sein. Illimar. Blattwerk. Jawohl. Oh, Bautz ist bald ja 14 nach dem Kampf schon, ne? Ja. Oh, unsere Verteidigung ist ganz schön geschwächt. Oh, das sollte es gewesen sein. Jawohl, wir vermachen Junior. Level 14. Schön.
Jetzt schon Rasierblatt? Alles klar, auch wieder so ein Heuler. Hallo Rasierblatt. Ah, stimmt, sein Farbigel. Er hat ja seinen Farben, sein Signature. Hallo Farbigel. Es hat gesessen. Wäre es ein Crit gewesen, dann wäre er down. Jawoll. Blackmon Level 9. Endlich eine Wasser. Auch Wiedersehen, Heuler. Hallo, Aquaknarre. Du bist, nein, du und deine Pokémon seid ein sehr interessantes Team. Bitte lege unbedingt meine Prüfung in der Vegetationshöhle ab. Ich nenne sie die Illima-Prüfung. Du findest die Höhle hinter der Route 2. In rotem Pokédex zeigt dir wo. Also dann, Alola. Und kann ich jetzt endlich die Stoppzeit erkunden? Dankeschön. Was ist das hier? Nanu, sieht so aus, als würden uns bald die Bären ausgehen. Ich darf nicht vergessen, sie schnell wie möglich zu bestellen. Hier im Rathaus. Hier im Rathaus kümmert man sich darum, die Straßen unserer Stadt in Schuss zu halten, damit sie für Pokémon begehbar sind. Okay. Ein Baum mitten im Dings. Ist auch noch ein Sticker. Ich werde nicht alle einsammeln, das könnt ihr vergessen, aber die, die wir sehen, nehmen wir natürlich mit. Bänder sind wie Erinnerungen, die man seinem Pokémon ansteckt. Angeblich gibt es auch außerhalb der Alola-Region in verschiedener Sorten Bänder. Ja. Mit Wettbewerben. Ich arbeite gerade an der Stadtplanung. Mein Ziel ist es, den Lebensstandard der Menschen und der Pokémon zu verbessern. Wir zwei werden heiraten und sind hier, um den dazugehörigen Papierkram zu erledigen. Zusammen mit unserem Nebulak werden wir eine kunterbunte Familie. Was? Alles klar, Nebulak. Die Stadt sauber zu halten und die Angestellten des Pokémon-Centers zu unterstützen, zählt auch zum Aufgabenfeld des Rathauses. Ist das ein Pikachu? Oh, das ist ein Pikachu. Hier hast du etwas Medizin für deine Pokémon. Oh, danke. Ja, ja. Ich weiß, was du willst. Ja. Hier war ja auch noch ein Sticker. Ah, okay, jetzt können wir nämlich durch. Jetzt ist die Farbe angeblich trocken. Auch noch ein Sticker. Ja, gib mir mal einen mit. Zack. Maximasser. Oh, okay. Okay. Hier noch irgendwo ein Sticker, doch hier. Hey, pass auf! Ich gebe dir einen Tipp von Trainer zu Trainer. Wenn du es mit starken Gegnern zu tun hast, dann gib deinen Pokémon bestimmte Items zum Tragen. Das erhöht nämlich ihre Statuswerte.
ist ein Granbull oder ein Snubbull, ne? Ich weiß zwar nicht, wie es in anderen Regionen zugeht, aber in Alola ist das immer friedlich. Die Leute hier haben bestimmt Angst, von den Schutzpatronen der Insel bestraft zu werden. Oh, ich hoffe, man hört das Bohren nicht von den Nachbarn. Dieser erscheint die Schlüssel. Ja, aber wo, hier fehlen doch die Zellen. Ist ja keine richtige Polizeistation. Aber hier, guck mal. Ein Wasserspender. Ja, ja. Hier müssen wir uns noch einmal umsehen. Ein Alola-Mauzi. Ja, wir flüchten. Ah, hier waren wir schon. Okay. Da will ich später hin. Ich glaube, da oben gab es noch einen Abschnitt, den wir noch nicht besucht haben. Genau hier. Totti! Gut, dass ich dich treffe. Weißt du, ich fühle mich oft hilflos. Ich verlaufe mich häufig und kann nicht mal Kleidung alleine kaufen. Du bist da ganz anders. Die erste Prüfung deiner Inselwanderschaft steht also an. Du bist auf dem Weg zur Vegetationshöhle, nicht wahr? Ich habe da etwas in einem alten Buch gelesen. Früher soll die Inselwanderschaft auch dazu gedient haben, sich zu beweisen und die Stärke zu erlangen, gegen die Schutzpatronen von Alola zu kämpfen. Kapuriki soll nämlich Pokémon-Kämpfe lieben. Das habe ich in Lilii gehört. Eine Frage beschäftigt mich. Falls wir Kapuriki begegnen, würden wir dann wohl erfahren, warum es dich und Wölkchen gerettet hat? Also, das sind Beleber. Wenn du einen... Ja, das weiß ich doch. Auf jeden Fall danke, Lilii. Viel Erfolg bei deiner ersten Prüfung. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Hier noch. Ah. Hallo Torti, es ist mir gelungen, Taurus zu beruhigen. Würdest du mir einen Gefallen tun und es nochmal streicheln? Hm, Taurus scheint es nicht ganz zu gefallen. Was? Mal, wie es wie sehr es sich freut. Vermutlich spürt es deine Liebe zu Pokémon. Übrigens, ich glaube, es ist immer so aufgeregt, weil es gerne selbst auf Inselwanderschaft gehen möchte. Wie? Du möchtest fangen spielen? Na gut, der alte Haller wird aber nicht verlieren. Schließlich bin ich der Inselkönig. Na gut. Dann würde ich sagen, setzen wir hier einen Cut. Ich danke euch fürs Reinschalten. Ihr könnt gerne ein Abo und ein Kommentar lassen. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Ultrasonne wieder. Bis dann!